Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin wie immer der Short hier von der Test Area und heute habe ich wieder eine Mod-Vorstellung für euch. Und zwar geht es heute um, nein nicht nur, aber um Rübentechnik. Nein, es geht um ein, sagen wir, es geht um ein Europa-Pack von unserem Arthur. Das Fahrzeug finden wir unter Rübentechnik. Das kann, hier. Das ist der Tiger 65, 495.000 Euro in der Anschaffung. Das Original ist ein bisschen teurer. Ne? 768 PS, 1320 Liter Diesel im Tank, 40 km/h Höchstgeschwindigkeit auf der Straße, 43 Kubikmeter Bunkervolumen, 33,5 Tonnen und kann nur Zucker rühren. Der Mod von unserem Arthur. 1120 PS, 1240 Liter Tankvolumen, 80 km/h auf der Straße, 100.000 bis 250.000 Liter, also 100 bis 250 Kubik Bunkervolumen, 33,5 Tonnen und kann nicht nur Zuckerrüben, sondern auch Zuckerrohr, Baumwolle und Kartoffeln. Wir gucken uns das jetzt erstmal hier so an. Wir haben verschiedene Reifenhersteller zur Verfügung. Reifenvarianten bleiben Standard. Das sind übrigens Riesenteile. So einer ist mir mal auf der Straße begegnet. Ne? Riesenteile, sag ich euch. So, Kapazität. XL haben wir hier 100 Kubik, also 100.000 Liter. Ne? Dann haben wir XXL, sind wir bei 250 Kubik, sind 250.000 Liter. So, ich lasse mal, eigentlich ist es egal. Wir können Hauptfarbe auswählen. Wir können eine Designfarbe auswählen. So. Und natürlich können wir wieder eine Felgenfarbe auswählen. Nichts so hässliches. Die schimpfen wieder. So. Kennzeichen ist natürlich wieder personalisierbar. Aber das ist ja hier nicht alles. Ich kaufe den schon mal, weil es ist ja ein Pack. In dem Pack enthalten sind Schneidwerke. Die Schneidwerke findet ihr unter Geräte und dann halt die jeweiligen Kategorien. Ne? Einmal unter Kartoffeltechnik liegt das Schneidwerk für die Kartoffeln. 75.000 in der Anschaffung, 20 km/h Arbeitsgeschwindigkeit, 12 Meter Arbeitsbreite. Und bei der Rübentechnik findet ihr das Schneidwerk für die Zuckerrüben. Ne? Zuckerrüben 20 km/h, 12 Meter Arbeitsbreite. Wir finden bei der Zuckerrohrtechnik das Schneidwerk für Zuckerrohr. Zuckerrohr 20 km/h, 12 Meter Arbeitsbreite und Baumwolltechnik, da finden wir das Schneidwerk für die Baumwolle. Ne? Baumwollsymbol 20 km/h Arbeitsgeschwindigkeit, 12 Meter Arbeitsbreite. Wir gehen mal rein, was die Schneidwerke können. Konfigurieren kann man nicht viel, außer die Hauptfarbe, das ist aber nicht schlimm. Das ist ja schon mal eine ganze Menge, wenn ihr mich fragt. Und wir kaufen das jetzt. Und dann gucken wir uns das Ganze mal in Natura an. Das kennen wir noch aus dem LS19, dass wenn das so gespawnt wird, ne, dass das so dicht dann, naja, über den Lack brauchen wir nicht sagen. Schaut mal, wie er glänzt. Die Texturen sind natürlich wieder LS22. Standardqualität. Die große Frage, die wir immer im 19er hatten bei diesen Schneidwerken war, warum kann man nicht mal ein Schneidwerk machen, das man konfigurieren kann oder aber das halt alle Fruchtsorten verarbeiten kann, dass man nicht mehrere Schneidwerke auf dem Hof braucht. War immer eine interessante Frage. Im LS19 hatte man es, glaube ich, mal gelöst. Ja. Wird dem LS22 früher oder später auch kommen, ne? Ich mach von aus. So. Ihr habt's gesehen, was ich gemacht habe. Ich habe das Schneidwerk jetzt aufgenommen. Jetzt ist der relativ straßentauglich. Und wenn wir dann mit dem Roder halt am Feld angekommen sind mit der Taste X, kriegen wir den geöffnet. Und dann haben wir statt 4 12 Meter Arbeitsbreite. Erntemaschine ist noch zugeklappt, deshalb. Ah, Erntemaschine klappen auch auf. Sounds sind drin.
funktioniert auch alles wieder so, wie wir es von Arthur kennen, ein bisschen schneller als das Original, so wie ich das sehe. Also ich kann damit leben. Ich kann damit leben. Ich hoffe ja auch. Ja, wieder eine super Geschichte. Vielen lieben Dank, Arthur. Vielen lieben Dank fürs Mitmachen, fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Arthur und ich freuen uns schon wieder auf eure Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch unbedingt einen Daumen nach oben da. Das unterstützt den Kanal. Damit unterstützt es mich und kommt euch zugute. Ich war bin und bleibt der Schalke von der Test Area und bin damit heute raus. Was gut auf euch auch. Bleibt bewogen. Was in der heutigen Zeit natürlich das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.